Jetzt sind wir beim Christian und schauen wir gleich mal rein. Jawohl, Christian. Jawohl, Hubert, jetzt geht's los. Servus. Hanti, grüß dich. Servus. Hab schon angefangen, wie immer. Ja, du hast schon zum Zlegen angefangen, weil ich wollte, das wollte ich doch filmen. Ja, du kannst nicht sehen. Also, Schrauben habe ich schon alle gelöst. Und ein bisschen putzt habe ich es auch, weil das war natürlich nicht so schick. Ja, nach der Reise hat es ein bisschen arg ausgeschaut. Und wie gesagt, das ist ja unser Reise-Look gewesen, den kennen wir eh schon. Und jetzt bauen wir es um zu meinem Luxus-Dakar-Look. Genau, das haben wir angekündigt, da sind wir jetzt auch schon wirklich gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, reißen wir gleich mal an. Dann haben wir einen Tank runter. Da habe ich den Benzinschleich habe ich runtergezogen. Ja. Das ist gelöst, also das ist ja relativ einfach. Und dann Benzin habe ich abgelassen, da hat ein Gewicht auch keins. Ja, was hast du da für ein glasses Pickel drauf? Zeig einmal. Ja. Schau mal. Die kleine Garage. Oh, cool. Aber weißt du, was lustig ist? Die löst sich ja runter mit so Blasen. Ja, genau, weil der Tank. Und jetzt habe ich mit einem Zirkel lauter Löcher reingestochen. Echt? Und jetzt falls es nicht geht, kriegst du ein neues, Christian. Aber das ist halt, weil der Tank nicht lackierbar ist. Ja, genau. Aber der diffundiert dafür einfach. Dafür diesen Red Look. Ja. Der Look ist eh noch geiler geworden als im Urlaub. Ja, schau, das ist auch wieder ausschaut. Ja, ich finde den Tank super. Also der hat sich schon bewährt, der Tank. Und was darf man jetzt für einen auf? Jetzt darf weil ich sag's, ich wollte das noch zeigen, das hast du noch nicht gesehen. Ja. Ich habe ja noch diese Umbautank, also das ist der originale G-S-Tank. Ja. Der K, den tue ich jetzt nicht drauf, aber den habe ich noch. Den habe ich mal umgebaut. Bam, macht nichts. Das ist ein R75, glaube ich. Aber ja, da werden jetzt einige aufschreiben und sagen, nein, das interessiert mich übrigens. Der hat den Tankdeckel, was ich ein super Detail finde, ja, von der Seite zu öffnen. Und ja, ich sehe immer wieder welche, wo genau umgekehrt aufklappt. Okay. Weiß ich aber nicht warum. Der war total kaputt, der Tank. Also zerbeult, komisch lackiert. Und den habe ich dann günstig gekriegt und habe jetzt rein um. Innen komplett aufgeschnitten, entrostet und das eingeschweißt. Und damit ich da mehr Platz kriege, dass der da drauf passt, weil bitte glaubt es nicht, dass so einen Tank kauft und da drauf montiert, das ist unmöglich. Und das hat er darum ausgeschnitten, weil? Weil die ganze Technik, die da sitzt. Also das ist ja überragend, was du dort Technik versteckt hast. Ja, ja. Das gibt nein, keine Technik. Nein, quasi. Ernst, also diese Elektronik, was es halt hat, ist immer nur Top-Bezündung und diese Dinge, ja, von Blinkerrelais bis, ja. Also alles da drunter versteckt. Und ich wollte ja nicht den Rahmen verändern, dass ich den Tank draufbringe. Also ja, das ist alles so blieb und den Tank habe ich da so geschweißt. Und dann passt er jetzt drauf, aber es ist trotzdem ein bisschen Fuzelei. Wir würden jetzt gar nicht so richtig aufpassen. Dann lege ich mal so drauf. Und finde, jetzt der Vorbau passt nicht, da habe ich dann einen anderen Vorbau. Aber ich finde, dass sie so natürlich schon als sehr cool ausschaut. Was hast du da für einen Sattel dann dafür? Ja, sicher. Ja, da habe ich einen. Da habe ich. Ich wusste, der hat einen. Den habe ich eh schon in der Hand gehabt. Schau her. Okay. Da habe ich dann so einen. Ja, das ist schon so geil, wie es immer sofort verändert, gell? Und ja, du hast dann. Schauen wir mal, ich habe da schon so einen Tipp gekriegt, was eine geile Ansicht ist. Ja, da sieht man halt wirklich den Motor, also die Zylinder extrem geil also, auszuschauen, weil sie überhaupt nicht verdeckt sind. Der ist so schmal und die Zylinder kommen da raus. Ja. Und wenn du jetzt drauf sitzt, dann hast du unter dir diese Zylinder und hast volle Kniefreiheit, weil ja das Knie nirgends ansteht. Ja. Also eigentlich ist es ja. Ja. Nur mit dem orangen Kunstflug und mit dem Vorbau gefällt es mir jetzt nicht. Da habe ich ein bisschen einen anderen Vorbau, nur das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte und jetzt machen wir eben das, warum wir gesagt haben, wir filmen das. Das schaut natürlich auch geil aus. Das können wir vielleicht auch anders mal so präsentieren oder vielleicht in einer Art von einem Foto. Und jetzt bauen wir es um auf edel oder ja, auf sportlich elegant. Im Endeffekt ist sie nichts anderes als das, was sie vorher war, nur halt schön lackiert. Ja.
aber es macht dann gleich ganz einen anderen Look. Ja. Aber ich muss eins dazu sagen, mit dem Reiselook, mit dem Wühltank, mit dem HPN-Tank, reden mich viel mehr Leute an und sagen, wow, was ist das für eine Maschine, ein junge Leute, alles mit dem neuen Look. Weil alle glauben, es ist ein neues Motorrad. Ich weiß es nicht. Die glauben, manche, wenn ich dann sage, ja, die ist 40 Jahre alt, manche sagen zu mir, was, die ist 40 Jahre alt? Natürlich ist alles neu lackiert. Ja. Aber die sehen ja nicht, dass es eine Vergasermaschine ist und Luft ja, ja, ja. Und einfachste Technik. Gell? Und wie gesagt, in schönen Zustand glauben viele dieser neuen Maschinen. Mhm, mh. Und ja, und in dem alten Look sind junge Leute, die dann geben mir Daumen hoch, weil sie im Auto sitzen und ich an der Kreuzung. Okay, die Zylinderdeckel hast du auch geändert, Ziggy. Die habe ich getauscht, ja. Okay, gut, aber jetzt fangen wir an. Ja. So, Christian. Yes. Jetzt fangen wir an. Du tauschst jetzt einfach den Tank aus und ja. Wir bauen das jetzt um zu dem Motorrad, ja. Das was dann schimmert und glänzt. Ja, aber trotzdem geländetauglich. Ja, sicher. Na, sicher. Nur nicht umfalltauglich. Ja. 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 Okay, geht ganz einfach. So schaut es roh aus. Und den Tank habe ich schon da und setze ihn da einfach drauf. Weil ja das dieselbe Verschraubung und Verankerung ist als wie bei dem unlackierbaren. Gell? Aber ich hab da nicht so ganz. So. Du Christian, wenn ich mir den Tank so anschaue, dann hat der eine lässige Farbe. Wie ja. Hast du das gemacht mit der Farbe? Ist das Aralfarbe? Ist das die Original BMW-Farbe? Das ist eine originale BMW-Farbe. Und dieses Orange habe ich mischen lassen und auch das Weiß, weil mit normalen Eralkarten kommst du nicht mehr zurecht, wird das nichts. Das geht überhaupt nicht. Ja. Das stimmt gar nicht. Da siehst du allein am Weiß, wenn du einen anderen Weiß da und dazu hältst, das ist ganz was anderes. Mhm. Weil das ist eher so ein gräuliches Weiß. Ja, ja. Und du hast dann Helm auch an. Ich habe einen Helm, warte mal, ich hole den schnell. Tata. Tata, ah ja, okay. Und sieht man gut. Der Helm, der war mir eine große Hilfe. Ja. Weil dann habe ich gesagt, schaut her, die Farbe brauche ich und die Farbe. Und dann habe ich in einem Farbengeschäft sofort gesehen, no chance. Ja. Die haben das nie hinbracht. Und mein Lackierer, die haben andere Systeme und andere Lacke. Ja. Der hat das dann abgemischt und da sind wir ganz gut hingekommen. Ganz. Mhm. Okay. Das ist auch immer so eine Lichtfrage, wo es gerade. Aber ja. Man sieht schon am originalen BMW-Helm, die Farben sind. Die existieren bei BMW. Ja, gell? Ja. Ja, ein bisschen mehr Orange kommt mir vor. Ein bisschen Orange habe ich es erwischt, aber man muss ja nicht. Nein, passt schon. Nein, man ist kann alles geil. Übertreiben. Ja. Aber da, bei dem Tank sieht man es auch, bei Schraubientank. Ja, und die Farben hast du, von wo hast du die Farben dann? Das sind original BMW-Pickerl. Ah ja, okay. Wie gesagt, lackiert vom Lackierer mit Klarlack, mit Kleber habe ich mir machen lassen, überlackiert, ist natürlich schon edel. Ja. Gell? Und das haben wir schon letztes Mal festgestellt, dass der wirklich gut geworden ist. Ja. Und der Vorbau ist jetzt ja auch ein anderer, das ist ja gleich geblieben. Ja. Aber den Vorbau habe ich ja anders entworfen, designt, als wir den auf meinen Reisetank. Ja, ja, genau, da haben wir ja schon, das haben wir schon beim letzten Video schon besprochen gehabt. Das, ja. Weil, schau her, das sind ja meine, das sind die Teile, die ich jetzt vorher drauf gehabt habe. Die schwarzen, genau. Ja, die sind ja einfach nur ganz dünn aus Polyester. Und die haben einfach viel mehr Kanten und Winkel und ja. Anderen Aufbau. Die sind extrem leicht, die sind ein bisschen schwerer. Also nicht viel leicht. Und sehr robust, haben wir eh schon geredet. Ja. Und bei dem habe ich in diesem Zuge da unten so einen Flügel dran gemacht. Der da aber gefällt hat. Da nicht. Und jetzt hat mir der so gut gefallen, der Flügel. Jetzt habe ich da noch einen dran gebaut, aus Aluminium. Das ist quasi... Naja, ich meine, das Design entwickelt sich natürlich auch immer mit. Nein, du kommst dann drauf. Du musst es so sehen. Die BMW muss ja jedes Jahr was Neues bringen. Hm.
das zeigt auch, dass 10 PS mehr hat. Ja, genau. Das ist die mit mehr PS. Das ist die Sportausführung dann. Genau. So, jetzt werde ich den mal montieren. Ich weiß nicht. So, das ist jetzt kein Heckmeck, wenn der Christian da diese Flügel da anschraubt. Was man aber jetzt von der Seite besser sieht, ist der vordere Kotflügel. Und der vordere Kotflügel, der ist natürlich auch in dem gleichen Rot gespritzt worden, oder? Ja, vom Lackierer. Und das hält natürlich nicht, weil am Plastik hält ja nichts. Das hält schon. Ah ja? Das hält wirklich. Interessant ist ja, dass jeder gesagt hat, oder wo ich den bestellt habe, der hat gesagt, das kannst du nicht lackieren, das hält nicht. Nur die Lackierer haben gelacht und gesagt, das machen wir schon. Ja. Und die haben, glaube ich, schon durch die Autostoßstangen und Kunststoffteile da spezielle Grundierungen, dass das auch Kunststoff hält. Ich meine, ich bin damit keine Steinwüste gefahren, aber für den Gebrauch, was ich habe, halt das vollkommen, das ist wirklich robust. Ist das ein Originalsattel eigentlich? Nein. Oder was ist bei das? Mir original? Na, natürlich ist er abgeschnitten, aber ist das ein Sattel von einer BMW? Ja. Das hab ich habe den Schalen im Zubehör gekauft. Und habe dann das polstern lassen. Aber du hast ihn schon so kurz gekauft? Ja, den gibt es ja kurz. Ah, ja, okay. Für den BMW-Tank, also ja. Für die Dakar-Ausführung. Okay. Aber ich habe das ein bisschen umgebaut alles mit der Halterung. Mhm. Ich würde es gar nicht sagen, wo ich ihn gekauft habe, weil den habe ich schon öfter genannt. Und, ja, genau, den nennen wir jetzt einmal nicht mehr. Den nenne ich jetzt nicht mehr, weil... Also, da machen wir dann... Da muss ich erst wieder eine zweite Maschine bauen, dann muss ich ihm sagen, was er mal spenden. Aber von dem habe ich das drum. Ja. Und ein Sattel hat den polstert und ich habe ja zwei, weil interessanterweise... Ah ja, du hast zwei. Kannst du mal drauf tun, ist lustig, weil der ist runder. Ja. Den nehme ich jetzt aber bei dem alten Tank. Wird unten reingehängt. Einfach da rein und da ja. Verschraubung. Und der ist eckkantiger. Und wenn man die dann so anschaut, die Maschine, ist das mit dem Tank, ist der viel schöner. Obwohl da jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterschied ist. Also wenn ich den jetzt weggebe... Und dann zuerst will ich den Deckel nur da drauf haben. Nicht. So. Und dann gebe ich den Sitz da drauf. Okay. Dann ist das für mich ja. Einfach lässiger. Ja. Der ist da ganz gerade und da kantiger. Und, ja. Und ich habe da so eine Verschraubung, die von unten einfach verschraubt dann. Und dann kurz und fertig. Ja. Ja, schaut lässig aus. Und es ist ein einfaches Ding, der geht halt da schön zu. Mhm. Und genau, und der ist wirklich, die Sitzflächen ist ganz gerade. Die ist gerade. Und ja. Schaut besser aus wie die Runde. Ja. Alright. Ja, und fertig ist die. Ja. Jetzt fahren wir raus, ich gebe mal wieder Gas. Ja. Oder grinst er? Schaut mal, wie er grinst. So, jetzt gehen wir nochmal in die Garage und dann sind wir eh schon fertig. Wir haben immer zum Glück einige Fragen, die was uns bei den Videos dazu geschrieben werden. Und eine Frage, die werden wir da jetzt aufnehmen. Mhm. Und zwar wollte einer wissen, tut man das überhaupt, also ein Oldtimer, umbauen? Ist das oder ist das eine Sünde? Das kann schon eine Sünde auch sein.
wenn du der originale G-Strich S hast, wunderschön in Originallack oder ST, alles original. Habe ich aber nicht gehabt, ich war am Straßenrand komplett vergammelt, fast schon verrostet. Der Tank war gar nicht original. In meinen Augen hätte ich da viel Geld reinstecken müssen und sie wäre trotzdem nicht original gewesen, weil dann hätte sie auch lackiert und was weiß ich, Teile im Nachbau dazu gebaut, gekauft. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der sein originales Stück streichelt, rundherum geht und am Wochenende eine kleine Runde fährt damit oder zu einem Oldtimer-Treffen fährt. Ich will ein Motorrad, mit der ich eine Reise machen kann und wo ich zu meiner Größe aufsteige, mich wohlfühle und Spaß habe. Und das ist für mich so ein Umbau. Ja. Und ich will das Motorrad, wie gesagt, nicht zum Anschauen, sondern weil ich damit fahren will, reisen will, Spaß haben will. Und da ist die BMW und eigentlich ideal, weil sie leicht zum Schrauben ist, weil ja, sie Ersatzteile gibt. Und ja, ja, also es schaut auch geil aus, das erstens einmal. Und das hast du jetzt ganz kurz angesprochen, ich glaube, über das haben wir überhaupt noch nie geredet, dass eben ergonomisch anpasst ist. Das finde ich halt auch geil. Also ja, wenn ich jetzt da so draufsteige, so, ja, verstehst du, vielleicht ist der Kniewinkel jetzt nicht ganz, weil das Problem mit den Fußrosten kennen wir, die sind eher ein bisschen tiefer. Aber ich habe einen klassen Tankschluss, ich stehe gut, ich sitze gut oben, ja, habe meinen Windschutz, für mich wohl drauf. Ja, ja. Und wenn es der Originale gewesen wäre, dann... Bei der Originalen, da sitzt der ganz anders oben und es ist auch nicht dieses lange Fahrwerk, mit dem ich einfach auch auf einen Schotter schnell fahren kann. Mhm. Dann der Federweg ist bei Weitem nicht der. Ja. Die Stoßdämpfer sind ganz andere. Ja. Da hast du eh Videos gebracht mit deinem Motorrad, mit den Stoßdämpfern. Also, für mich, ich wollte was, wo ich schrauben kann und mit dem ich fahren kann. Mhm. Und nicht was, wo ich, wie gesagt, anschaue und nur am Wochenende 20 Kilometer fahre. Du weißt, was ich dich auch nicht gefragt habe, was mich interessieren wird? Wann hast du eigentlich angefangen mit dem Projekt? Wie lange ist das her? Ich habe ja vorher eine R100 GS gehabt. Mhm. Die habe ich auch schon ziemlich umgebaut und bin aber dann irgendwann an die Grenzen gekommen mit der Schwingen und dann habe ich gesagt, okay, die verkaufe ich, war vielleicht eher ein Fehler, war jetzt eher ein tolles Motorrad und das Geld stecke ich in so ein Projekt. Und da bist du jetzt mit meinen anderen Ideen 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Immer wieder was. Und ja, jetzt bin ich aber an einem Punkt angelangt, wo ich Kleinigkeiten noch habe, aber ich werde jetzt nicht mehr großartig das verändern können, weil das ist... Wer es glaubt. Ist, ja, nein, es wird, irgendwann wird es nicht mehr besser. In meinen Augen. Ja, ja. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, eine andere Schwinge oder was weiß ich, was am Markt auftaucht. Aber ich wollte ja diese klassische Schwinge haben, die verlängerte. Genau, dass das eher im viele Retro. Bauen sie jetzt von der 1100 ein oder gibt es Anbieter, die das sicher toll zum Fahren mit der Scheibenbremse. Mir geht auch die Scheibenbremse nicht an, muss ich auch sagen. Mhm. Ich finde, die Trommelbremse funktioniert super. Aber genau, wie ich schon erwähnt habe, ist das ja meiner Meinung nach eines der schönsten Industriedesignteile. Und ich finde das Design mit der, genau, ja, die Einfachheit und es funktioniert. Ja. Okay, also das war es jetzt wirklich eigentlich. Das war es jetzt. Das war es jetzt. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Diesmal das kurze Video. Wir sagen ja nur, weil Time's up, oder wir? Time's up. Ah, ja, genau. Kurz berühmt. Bitte liken, Daumen hoch. Glocke. Teilen, Glocke. Ich habe nichts davon, wenn du in Reichtum stirbst. Ja, genau. Und abonnieren, natürlich. Abonnieren. Ja, abonnieren. Aber das war wichtig. Macht uns eine Freude, wenn es ja euch gefällt. Genau. Mehr ist es nicht. Euch gefällt. Okay. Also macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Also, viert euch.